Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute darüber, wie man mit Stammkunden mehr Geschäft erzielen kann. Und ich freue mich sehr, dass wir Stefan Reich bei uns zu Gast haben. Servus, Stefan. Servus. Für jedes Unternehmen ist ja die Kundengewinnung überhaupt das Wichtigste. Mhm. Nun kann man ja Neukunden gewinnen oder akquirieren, aber man kann auch mit Stammkunden, also mit bestehenden Kunden, mehr Geschäft machen. Mhm. Und genau darauf habt ihr euch spezialisiert. Mhm. Ihr analysiert das Kundenportfolio und schaut, wie man daraus Potenziale heben kann. Wie funktioniert das im Detail? Ich komme aus dem Online-Business. Ja. Und im Online-Business, wenn man etwas online verkauft, passiert das meistens über einen Online-Shop. Jeder hat schon mal bei Amazon gekauft oder bei diversen Shops. Und jedes Mal, wenn etwas gekauft wird, entsteht eine Transaktion und diese wird auch dokumentiert. Ja? Und was die meisten Betreiber von Online-Shops machen ist, sie schauen sich an, wie viel Produkt habe ich verkauft jeden Monat? Wie viel Umsatz habe ich gemacht jeden Monat? Was hat mich der Umsatz gekostet, wenn sie Kampagnen daneben laufen hatten? Aber was oft dabei liegen bleibt, ist die Frage, wie viele Kunden waren eigentlich bei mir und wie unterscheiden sich diese Kunden und wie oft waren sie zum Beispiel bei mir? Und ich glaube, der Grund, warum das nicht so granular ausgewertet wird, ist, weil die Systeme, mit denen wir bis jetzt ausgewertet haben, Google Analytics oder auch die Shop-eigene Software, die hat das nicht wirklich erlaubt. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einen Schritt weiter. Wir sagen, es gibt dieses ganze Silo von Transaktionsdaten, das sich bis jetzt eigentlich niemand wirklich genau angeschaut hat. Wir führen diese Transaktionen auf die Kunden zurück und dann sehen wir die einzelnen Kunden und sehen, wie viel Geschäft haben die gemacht, wie oft haben die eingekauft, wann war der erste Kauf, wann war der letzte Kauf und so weiter. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, okay, gut, wie können wir jetzt eigene Kundengruppen sozusagen definieren? Der technische Begriff dafür ist Segmentierung. Das heißt, wir schauen uns an, ein Kriterium könnte sein, hat ein Kunde einmal gekauft oder mehrmals gekauft? Oder ein anderes Kriterium könnte sein, hat der Kunde, die Kundengruppe, die im Jahr 2021 zum Beispiel zum ersten Mal gekauft hat. Das ist dann die Kohorte 2021 und wie sich die entwickelt hat und wie die sich im Vergleich zu den letzten Jahren verändert hat. Und dieses Spiel aus, ich überlege mir, anhand welcher Kriterien ich Kundengruppen schaffe und dann sozusagen mir anschaue, was die Dynamik in dieser Kundengruppe ist, anhand von einem KPI, an einem Messwert zum Beispiel, das erlaubt uns plötzlich Sachen über den Kundenstamm zu lernen, die unglaublich sind. Ja. Ich nehme an, ihr macht das nicht händisch mit einem Excel-Sheet, sondern ihr habt eine Softwarelösung, also eine digitale Lösung. Ja. Habt ihr die selbst entwickelt? Wie funktioniert das? War das sehr aufwendig? Das war aufwendig, genau. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben die Programmiertools, die zur Verfügung stehen, verwendet, um eine Reihe von einen Prozess sozusagen zu erstellen, der aus verschiedenen Programmierskripten besteht. Und der erste Prozess ist, sich anschauen, okay, was für Daten habe ich überhaupt? Dann, wie sind diese Daten strukturiert? Dann muss ich sie nochmal umstrukturieren. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, wenn ein Kunde anonym kauft, schaffen wir es trotzdem zurückzuführen, dass er der eine Kunde ist. Oder ein anderes Thema ist, Währungen, wenn ich in mehreren Ländern aktiv bin, dass ich jetzt alles in eine Sache umrechne, damit ich danach die Auswertung leichter machen kann. Und so hat man Schritt für Schritt eine Reihe von Sachen. Und die haben wir uns jetzt im Laufe der Projekte sozusagen angeeignet. Und es wächst immer mehr. Und jetzt ist die Frage, wenn ein Kunde dann zum Beispiel zu uns kommt und sagt, hey, wir haben all diese Daten, was können wir jetzt damit machen? Dann was wir machen ist, wir schauen uns mal die Situation an. Und dann lassen wir es durch diesen Prozess durchlaufen. Kurze Zwischenfrage, funktioniert das nur für B2C oder auch B2B? Bis jetzt haben wir uns konzentriert auf B2C, also Unternehmen, die direkt an den Konsumenten oder Endkunden verkaufen. Im B2B-Bereich ist das Schöne, dass die Leute schon sehr gut darin sind, ihre Kunden zu kennen. Du wirst deine Kunden alle persönlich kennen, ihre Telefonnummer im Handy eingespeichert haben, du weißt, warum sie bei dir sind. Im Online, selbst jemand im Einzelhandel, im Vertrieb, der B2C verkauft zum Beispiel, ein Schuster zum Beispiel, der kennt seine Kunden auch. Nur die ihre Kunden selten kennen, das sind diese modernen Organisationen. Da gibt es auf der einen Seite die Online-Shops, die einfach nur Transaktionen bekommen und nicht einmal wissen, warum die Leute bei ihnen kaufen. Und auf der anderen Seite hast du dann auch
das größere bürokratische Unternehmen, wo die Entfernung zwischen Entscheidungsträger für Marketing oder für Sales oder selbst sogar für Geschäftsführung eine große Distanz zum endgültigen Kunden hat, weil dazwischen zehn Serviceleute, ein Händlernetzwerk, was auch immer ist. Ja? Und das gilt es irgendwie zu überbrücken. Jetzt haben wir aber die Situation, dass diese Online-Shops mehr und mehr werden, das heißt, dass mehr und mehr Menschen kaufen auch online ein. Das heißt, dieses Thema ist ja brandaktuell. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie das in der Praxis funktioniert. Das heißt, dieser Shop weiß jetzt, dass der Florian jedes Monat dort Vitamin C, Vitamin D3 und schwarze Falke-Socken kauft. Genau. Ja? Was können wir mit der Information jetzt machen? Gut, das heißt, daran könnten wir als Unternehmen uns die Frage stellen, wer wollen wir für wen sein? Mhm. Ja? Und das ist eine fundamentale Strategieentscheidung, die nicht nur von einem Marketing- oder Sales-Leiter getroffen wird, sondern das ist eine Entscheidung, die müssen wir als Firma gemeinsam treffen. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, wer es ist, der das verkauft hat, aber du wärst dann anhand dieser Transaktionshistorie eine gewisse Art von Kunden. Und je nachdem, ob das für mich wirtschaftlich ein wertvoller Kunde ist oder ob es andere Aspekte von dieser Beziehung gibt, die für mich als Unternehmen wertvoll sind, könnte ich dich dementsprechend priorisieren oder dementsprechend meine Strategie für dich anpassen. Also als Beispiel, wir haben jetzt ein Projekt gemacht mit einem Goldhändler, der hat online sehr viel Geschäft gemacht, jetzt vor allem während den Covid-Jahren. Da gibt es Leute, die kaufen Barren und die wollen ihr Geld sozusagen irgendwo schnell anlegen, sicherer Hafen und so weiter. Dann gibt es Menschen, die wollen kleine Münzen sammeln. Dann gibt es Menschen, die wollen Sparpläne für abschließen. Für die Enkelkinder. Teilweise für die Enkelkinder zum Beispiel. Und wenn ich das Ganze nur aus einer Produktweise auswerte, sehe ich, wie viel Produkt ich verkauft habe. Wenn ich das Ganze aus einer Umsatzperspektive auswerte, sehe ich, wie viel Umsatz ich gemacht habe. Wenn ich die quantitativen, also das Geld und so weiter und welche Produkte und welche Quantität mit den qualitativen Daten, was war der Grund des Kaufs, für wen wurde es gekauft, kombiniere, kann ich neu diese Kundengruppen, und je nachdem, wo du da reinfällst, könnte man sich überlegen, okay, ist der Kunde für mich wertvoll, dann will ich ihn auf keinen Fall verlieren. Ja? Was mache ich als Unternehmen, um diesen Kunden zu zeigen, dass er mir wichtig ist und um ihn zu behalten und einen guten Grund zu geben. Was könnte das sein? Bonussysteme, zusätzliches Angebot, mehr Angebot zum Beispiel oder ganz genau, Newsletter bespielen, Informationen. Genau. Es fängt einfach mit der Tatsache an, dass man wahrnimmt oder die Awareness hat, also das versteht, wie wichtig einem dieser Kunde ist, und dann fallen einem von selber Ideen ein. Und da sind auch die Unternehmen super darin, sich Maßnahmen zu überlegen, weil die kennen ja die verstehen ihr Geschäft. Schlagt ihr diese Maßnahmen dann auch vor? Habt ihr Workshops, wo ihr das mit den Unternehmen gemeinsam entwickelt, oder wie läuft das in der Praxis? Genau, also das machen wir dann meistens so eine Art von Workshops. Genau, dann wir machen die Analyse, dann setzen wir uns hin und überlegen uns genau diese Frage, wer wollen wir für wen sein, basiert auf den Daten, die wir ausgewertet haben, und dann gehen wir in die Umsetzung. Und ich freue mich, wenn eigentlich die Ideen von der Firma kommen. Meine Aufgabe sehe ich dann darin, die technischen Lösungen anzubieten. Das heißt, wenn die Entscheidung jetzt getroffen wurde, wir wollen eine coole Newsletter-Sache angehen oder wir wollen uns überlegen, wie wir das dann diesen Leuten ein anderes Produkt anbieten, wie setze ich es dann um technisch? Das ist, was ich kann. Und die Frage, was dann genau konkret gemacht wird, passiert dann halt im Dialog. Vielleicht um bei diesem einfachen Beispiel jetzt bei mir zu bleiben, das ist, wenn der Verkäufer sieht, ich interessiere mich für Vitamine, dass der mir halt laufend dann neue Angebote zu neuen Forschungsergebnissen, was es gibt für Nahrungsmittelergänzungen etc., dass der mir das einfach so frisch serviert am Silbertablett, genau, und ich dann noch mehr Gusto bekomme, mehr einzukaufen. Richtig, genau. Das heißt eben mehr Umsatz mit mir als Stammkunde, der nur Vitamin C und Vitamin D kauft. Genau, ganz genau, richtig, ja. Genauso könnte auch sagen, vielleicht das Falke-Thema mit den Socken, jetzt ist für nicht interessant, weil die Margen zu klein sind, das könnte man theoretisch auch auf das Sortiment nehmen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Mhm. Verärgert man da nicht einen Stammkunden? Ja, also verärgern der Stammkunden, das ist überhaupt ein heißes Thema. Weil Inflation, Zinsen etc. haben dazu geführt, dass viele Unternehmen die Preise erhöhen mussten. Jetzt ist die Frage, wie boxe ich das durch den Kundenstamm durch? Und wen verliere ich dabei? Wir haben ein Projekt gemacht mit einem Kunden, der hat gesagt, ich habe die Auswertung gemacht und ich bin drauf gekommen, in zwei Ländern ist es super gelaufen, in einem Land, da bröckelt's. Und dann selben Produkt. Selbes Produkt, genau, richtig.
Und ich bin dann zum Geschäftsführer gegangen und habe gefragt, was ist da passiert? Der Markt ist in allen Ländern gleich geblieben. Ja, wir haben die Preise erhöht. Ja? Also da muss man echt aufpassen. Und es gibt natürlich, und da sind wir wieder bei den Kundengruppen, die reagieren empfindlicher auf Preiserhöhung und manche, die reagieren weniger empfindlich auf Preiserhöhung. Und die Frage ist, wovon lebe ich? Wäre es mir wichtig? Und was für Konsequenzen hat das? Wenn ich eigentlich natürlich die hochmargigen Produkte verkaufen möchte, dann ist die Frage, warum haben die Leute bei mir gekauft? Ist es, weil ich der günstigste Anbieter von diesen Produkten war? Ja, dann wird natürlich die Preiserhöhung eine große Konsequenz haben. Etc. etc. Ja, also viele Sachen werden dann sehr selbsterklärend, aber man muss erstmal dieses Level an Einblick haben. Ja. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wenn jetzt jemand einen neuen Online-Shop aufsetzt oder ein neues Verkaufssystem implementiert, macht das Sinn, dass er gleich euer Service an Bord holt oder ist das erst sinnvoll, wenn du schon einmal 1.000, 2.000 Kunden einmal hast? Ja, das gibt es zwei Themen. Das Wichtigste, damit ich meine Arbeit machen kann, ist, damit schon mal ein bisschen Daten da sind. Ja? Vor allem, um diese Auswertungen ein bisschen sinnvoll zu machen. Also du kriegst einen Datensatz in genau, der Regel, oder? Genau, richtig. Das ist mein Input. Schau dir das einmal an, so unter dem Motto. Genau, ja, richtig. Das heißt, das Wichtigste, was ich jeder Person mitgeben möchte, die einen Onlineshop starten möchte oder ins E-Commerce gehen möchte, ist, tut von Anfang an gescheit erfassen und einspielen und schaut, dass das richtig aufgesetzt ist. Da gibt es ja die Systeme, die richtig, vorgefertigt. Genau, ja, genau. Und viele Leute haben dann aus Datenschutzgründen Ängste und so weiter, da muss man sich halt einmal damit beschäftigen, aber was man jetzt nicht einsammelt, das fehlt einem dann. Und das zweite Thema ist, wenn man einen Online-Shop zum Beispiel neu startet, sind wir eigentlich bei der Thematik, wie kann ich Neukundengeschäft akquirieren? Weil der Online-Shop fängt ja eigentlich mit null Kunden an, außer man kriegt sie von woanders rüber. Und das ist das zweite Thema, das wir jetzt immer stärker reingehen. Nämlich nicht nur, wie kann ich mit den Bestandskunden besser zusammenarbeiten und mehr Geschäft machen, sondern eigentlich auch, wie hilft mir das Wissen über meine Bestandskunden in der Neukundenansprache besser zu sein? Weil viele Unternehmen, und ich glaube, sind eigentlich der Meinung, ja, meine Bestandskunden, ich möchte sie halten, das ist mir schon wichtig, ja, aber wachsen tut man mit Neukunden, ja, und die Frage ist, wie kriegt man die, was für, und so weiter. Und das ist dann das nächste Thema. Wenn ich jetzt dich beauftrage, meine Kunden zu analysieren, wie läuft eure Dienstleistung ab, wie wird das abgerechnet, gibt es eine Setup-Fee und eine laufende Fee, oder ist das vom Umsatz abhängig? Ja, also derzeit, das haben wir vorhin besprochen, die Next One ist ein junges Unternehmen und wir arbeiten derzeit sehr stark mit den Bestandskunden von unseren Partneragenturen zusammen. Die haben Shopsysteme für sie gebaut, da haben sich über die Jahre Daten gesammelt, die tun wir auswerten. Ich bekomme einen Zugriff auf diese Datenbank, ich werte die Daten aus und dann komme ich mit der Auswertung zum Kunden und wir führen einen Dialog oder Workshop. Das ist derzeit, wie die Projekte laufen. Das Ding ist, das hat zwei Herausforderungen. Das eine ist, die Arbeit, die ich mache, das sind Beratungsprojekte und ich muss halt dementsprechend auch einen Stundensatz oder eine gewisse Summe verrechnen. Tagespauschale oder so. Wie viel wäre das zum Beispiel, wenn jetzt so ein mittelgroßer Online-Shop zu dir kommt? Kann man das sagen? Genau, ja, also zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Okay, das ist immer so ein Setup, dafür kriegt man das Workshop, die ganze Analyse und da weiß man mal, okay, in welche Richtung es gehen kann. Ganz genau, ja. Dann wird wahrscheinlich weitergearbeitet, oder? Genau, und dann wird weitergearbeitet und dann meistens gehen wir dann in eine Art von laufender Zusammenarbeit über, wo wir uns überlegen, wie können wir das jetzt cool einsetzen? Wie können wir jetzt die nächste Kampagne gescheit machen? Wie können wir das nächste Produkt auf dem Markt platzieren? Etc. Ja? Weil viele Unternehmen arbeiten mit Online-Agenturen zusammen, die ihnen bei Kampagnen, bei Mediaschaltungen, bei Performance-Marketing helfen. Und das ist auch super und die will ich nicht ersetzen. Aber was es braucht oft ist, du musst diesen Agenturen und auch dem eigenen Team außerdem, wenn man intern Leute hat, ein gutes Briefing geben. Weil heutzutage hast du im digitalen Bereich so viele Möglichkeiten, kreative, flexible, dynamische Kampagnen mit super Targeting-Ansätzen auszuspielen. Diese Agenturen, die warten darauf, dass jemand ihnen eine Anweisung gibt, es besser zu machen. Und was oft fehlt, und das habe ich gesehen bei der letzten Agentur, bei der ich gearbeitet habe, ist, die Briefings, die Agenturen bekommen, sind oft so schwach einfach. Ja? Wir wollen 5% mehr Marktanteil. Macht's was. Ja,
okay, das haut nicht hin. Ja, das wird, wenn die Ziele schlecht gesetzt werden, dann kann auch der beste Umsetzer sie nicht erfüllen. Ja, 5% mehr Kunden oder ich möchte neue Kunden aus Deutschland. Das sagt nichts über die Qualität der Kunden. Sind das Einmalkäufer oder Mehrmalkäufer? Was ist der Customer Lifetime Value, den wir eigentlich haben wollen? Wenn ich sage, wir wollen dieses Produkt pushen, weil es gerade beliebt ist am Markt. Ja, das tun aber alle Wettbewerber auch. Ja, und das heißt, ich konkurriere um Keywords mit hohen Preisen. Das ist wieder Sackgasse, ja. Und das ist diese Frustration, die ein bisschen so zwischen den beiden Gruppen ist, weil auf der einen Seite sind die Anweisungen schlecht, auf der anderen Seite sind die Mittel da, aber nie wirklich die Intelligenz, sie richtig gescheit einzusetzen. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Service, den ich anbiete, hilft, diese Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Welten. Ne? Damit du richtig arbeiten kannst, brauchst du von deinen Kunden eine bestimmte Mindestumsatzgröße oder eine bestimmte Mindestkundenanzahl? Ja, am liebsten natürlich, ich fühle mich dann wie ein kleines Kind, wenn ich dann sozusagen den Datenschatz serviert bekomme. Ja? Mhm. Wenn es dann 5 Jahre lang einen Online-Shop gab, den keiner angeschaut hat, dann stütze ich mich da rein und das ist super. Ja? Weil da gibt es wirklich was zum Rausholen. Ja? Aber sagst du brauchst jetzt mindestens 10.000 Kundendatensätze oder 1 Million Euro Umsatz? Ja, oder ja. Welche Größenordnung hast du da? Ja, aber wir, also ich mag mich da gar nicht einschränken, um ehrlich zu sein. Derzeit ist es so, dass wir mit Kunden arbeiten, die sehr die Umsätze, die Online-Shops haben, die mehrere Millionen Euro Umsatz machen und die mindestens 1.000 individuelle Kunden haben. Gute Größenordnung, die auch profitabel sind, nehme ich an, oder? Richtig, genau. Und die noch profitabler werden wollen. Ganz genau, ja, genau. Die Erfolgsfee wolltest du noch kurz erzählen. Ist das dann hinten raus sozusagen auch wieder Beratung oder kriegst du auch einen Cut von dem, was da mehr an Umsatz generiert wird? Das haben wir bis jetzt noch nicht umgesetzt. Das ist ein potenzielles sozusagen Möglichkeit, die Zusammenarbeit sozusagen auch langfristig zu gestalten, wie man auch eine Erfolgsprämie sozusagen mit rein ins Spiel bringt. Die Richtung, in die ich eigentlich gehen möchte, ist, das wurde mir von meinem Onkel lustigerweise empfohlen, ist, dass man das Ganze entwickelt in so eine Art Managed Service. Derzeit ist es eine reine Beratungsleistung, wo ich individuell für Kunden individuelle Auswertungen mache. Und am liebsten, was ich machen würde, ist die Learnings aus den Auswertungen zusammenführen, also diesen Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, teils automatisieren. Nicht als Tool, aber einfach ein teils automatisieren, damit ich als Dienstleister nicht so viel Arbeit habe, jedes Mal das zu machen. Und die Hoffnung wäre dann, dass ich dir am Anfang eine relativ günstige Analyse anbieten kann, damit du nicht dein Geld in eine Analyse steckst, sondern damit du dein Geld als Kunde in das, was danach kommt, nämlich das spielerisch sich überlegen, wie man jetzt die Kundengruppen sozusagen reaktivieren oder binden oder neu gewinnen kann. Dafür bist du dann aber laufend dabei. Genau. Hinten raus richtig. Generierst wahrscheinlich Recurring Revenues. Genau. Ja? Ja. Das ist der Sinn des Ganzen. Genau. Welche Rolle spielt bei euch künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz hilft uns dabei, diese Auswertungen zu machen. Weil was wir machen ist, wir kriegen viele Daten. Bis jetzt haben wir sehr viel mit quantitativen, also mit Zahlen gearbeitet. In Zukunft wollen wir auch immer mehr mit qualitativen Daten. Bei den quantitativen Daten hilft es uns zum Beispiel, Segmentierungen zu machen, um Customer Lifetime Values zu berechnen, etc. Wenn es bei den qualitativen Daten, das ist etwas, was wir jetzt gerade neu entwickeln, das ist etwas, worauf ich mich schon sehr freue, sagen wir haben derzeit die Möglichkeit, diese Kundengruppen zu bilden, ja? Anhand von Kriterien wie Einmalkäufer, Mehrmalkäufer etc. Jetzt will ich eine zweite Informationsebene drüberlegen, nämlich die qualitativen Daten. Beispielsweise, ich mache ein Interview mit den Bestandskunden und frage sie, was war ihr Kaufmotiv? Was dann passiert, ist ein Interviewformat oder es wird in einer Art von sozusagen Formular ausgefüllt. Das muss man auch auswerten und dann irgendwie in eine Struktur bringen, damit es vergleichbar wird. Da kann man beispielsweise zum Beispiel sehr gut mit den neuen Language-Modellen arbeiten. Das heißt, was passieren würde, ist, entweder man lässt ein Formular ausfüllen und tut das dann mit der AI auswerten, oder was ich sogar noch cooler fände, ist, stell mal vor, die Bestandskunden würden sich kurz mit der AI unterhalten, der AI sagen, ja, das war eigentlich der Grund, warum ich es gekauft habe. Das dann entsteht sozusagen ein Dialog. Dieser Dialog wird durch das Language-Modell in einer Zusammenfassung für den Entscheidungsträger zusammengefasst. Dieser Kunde hat das und das gekauft und dann auch in strukturierte Daten umgewandelt, damit ich
es mit allen anderen Kunden vergleichen kann und das wieder meine Kundengruppenauswertungen fließen lassen kann. Also das ist, ja, also ich würde sagen, da gibt's jetzt, da kann man sich spielen und da kann man unterschiedliche Ideen einbringen, wie man das sozusagen verbessert. Ja. Gibt es bestimmte Marktsegmente, wo dein Service besonders gut funktioniert? Ja, also bis jetzt haben wir eben uns fokussiert auf große E-Commerce-Shops. Welche Produkte haben die? Zum Beispiel haben die, einmal ein Kunde hat zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel gehabt, ein Kunde hat zum Beispiel Edelmetalle verkauft. Also das heißt, Online-Shops, die in dem Bereich und auch noch nicht so viel Erfahrung mit CRM oder CDP-Tools, das sind die Customer Relationship Management Tools, wie zum Beispiel ein Salesforce oder eine CDP, eine Customer Data Plattform, da gibt es auch unterschiedliche Anbieter am Markt. Jemand, der noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Sachen hat, warum sage ich das? Weil, wenn man ein ganz großer E-Commerce-Anbieter ist, wie zum Beispiel ein Hermes, ja, zum Beispiel in Österreich oder ein DM, ja, dann hat man oft mit großen Technologieunternehmen zu tun, die einem helfen, das super aufzusetzen. Und die sind bedient, die sind versorgt. Aber es gibt Unternehmen, die nicht so große Online-Shops haben und die nicht bereit sind, so viel in die Technologieimplementierung rein zu investieren, bevor sie wissen, was es ihnen bringt. Und die sind eigentlich meine idealen Kunden für Nextone, weil das sind die Menschen, die klein anfangen wollen, die Erfolg sehen wollen, bevor sie sich groß committen, die schon zu oft Pitches von Technologie und das nächste Supertool und so weiter präsentiert bekommen haben, die keinen Bock drauf haben, sondern sie wollen sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht und macht es Sinn für mich und macht Sinn oder macht es nicht Sinn für mich und dann das sich aufbauen wollen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, mit solchen Kunden zusammenzuarbeiten, denen helfen, das aufzubauen, denen helfen, dieses Mindset in die Firma reinzukriegen und dann vielleicht werde ich einmal abgelöst von einem professionellen Tool wie einer CDP, die das alles automatisiert kann. Ja. Aber dann ist der Proof of Concept für den Kunden da, ich habe mein Geschäft gemacht, wir haben ein cooles Projekt gemeinsam oder mehrere Projekte gemeinsam gemacht, das sehe ich so als sozusagen mein Andockpunkt. Ihr seid wahrscheinlich jetzt auf den deutschsprachigen Raum fokussiert. Mhm. Wie sind die Pläne von eurer Firma? Wollt ihr expandieren, europaweit, genau, ja, international vielleicht? Ja, also ich möchte jetzt, ich möchte auf der internen Seite würde ich gerne diese Transformation zum Managed Service vorantreiben. Das würde mir erlauben, mehr Kunden und kostengünstiger zu bedienen. Kann auch leichter skalieren dann wahrscheinlich. Genau, ja? Richtig. Ja. Und dann, dass wir in Österreich und Deutschland anfangen und hier mal mit anpacken und alles andere werden wir dann sehen. Ja. Jetzt hast du als Unternehmer ja sehr viel Geld in einem eigenen Unternehmen. Solche Entwicklungen kosten viel Geld und Zeit. Mhm, ja. Ja. Was machst du mit dem Geld, das du nicht im Unternehmen hast? Wie investierst du denn Geld? Ja, okay. Ich gebe mein Geld am liebsten anderen Unternehmen, die zwar nicht in dem Bereich tätig sind, in dem ich tätig bin, aber die meiner Meinung nach wirklich Cooles machen. Also eine meiner ärgsten Aktien war der Herr Pira von KTM oder Pira Mobility, wie es jetzt heißt. Ich habe dem TechBolt-Gründer ein Geld gegeben, nicht viel, also ich weiß nicht, aber ich finde cool, was er macht. Ich habe dem S4-Gründer, der auch eine neue Art von Agentur gegründet hat, ein Geld gegeben. Ich mag diese Unternehmerpersönlichkeiten, wo ich das Gefühl habe, die wollen sich da was aufbauen, denen ist das wichtig, die machen das mit Herzblut, das finde ich einfach super. Was hältst du zum Kryptomarkt? Kryptomarkt finde ich auch toll, wobei, und da lachen mich alle aus, ich mag das ganze ETH-Zeug nicht, ich mag die ganzen anderen, ich mag eigentlich nur das Bitcoin. Das Bitcoin mag ich, das finde ich super und ich habe mir jetzt auch vor kurzem wieder ein neues Buch dazu gekauft. Ich finde es einfach spannend. Ja. Bitcoin Standard hast du schon gelesen? Bitcoin Standard habe ich eher, genau, ja, genau. Ja, ja. Sehr gut. Ja. Na toll, da sind wir uns eh einig, weil ich bin ja auch ein Bitcoin-Fan. Ja, sehr gut. Das finde ich ganz, ganz cool, dass du unternehmerisch tätig bist, aber auch andere Unternehmen unterstützt und auch dich um deine eigenen Investments kümmerst. Ja. Stefan, gratuliere zu dem, was du aufgebaut hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg und ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Danke, Florian. Liebe Zuseher, danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.